Mr. Galliott, mein Name ist Anna Grimstad hier. Ich rufe im Auftrag von Tom Reed vom Third Echelon an. Ich weiß, wer Sie sind. Hab gerade mit Ihrem Boss gesprochen. Was will er jetzt schon wieder? Director Reed hatte das Gefühl, dass das Ergebnis Ihres Gespräches nicht im Sinne aller Beteiligten ist. Und würde gerne wissen, ob Sie für weitere Vorschläge offen wären. Oh, wie nett von ihm. Die Antwort ist und bleibt nein. Er würde außerdem gerne wissen, ob er Sie durch irgendwas zum Umdenken bewegen könnte. Ah, Bestechung. Mr. Galliott, ich glaube, Sie missverstehen den Grund meines Anrufes. Nein, das glaube ich nicht. Damit das klar ist, Frau Grimstad hier, ich will nur, dass Tom Reed seinen verdammten Job macht. Richten Sie ihm das von mir aus. Wenn Sie einen Moment warten, hole ich Director Reed an den Apparat und Sie können es ihm selbst sagen. Wissen Sie was? Das mache ich. Sie sollten wirklich nicht so unhöflich zu Grim sein. Wachen! Wo zum Teufel sind meine Wachen? Hier sind nur Sie und ich, Lucius. Reden wir. Was genau treiben Sie und Reed so? Wenn Sie nett fragen, antworte ich. Sollen wir nett fragen oder sollen wir lieber... So, was machen wir jetzt mit ihm? Bitte. Ich wurde schon mal von Profis verhört. Ich bin noch mehr Profi als du. Er ist nur ein Handlanger. Du meine Güte, sind sie schwer von Begriff. Das ist eine Nummer zu groß für Reed und das Third Echelon. Warum will Reed, dass sie aus der Stadt verschwinden? Sie sollten dringend mal an Ihren Verhörtechniken arbeiten. Ja, meinst du Penner? Er will eine Show abziehen, wenn die EMPs gezündet wurden. Es gibt 3 von ihnen. Sie sind über die Stadt verteilt. In ein paar Stunden gehen sie hoch. Oh, danach Gott. Will er den starken Mann spielen. Es gibt Leute, die er beeindrucken möchte. Die EMPs, wo finde ich sie? Sagen Sie doch, bitte. Nein. Ich weiß nicht. Das ist Teil des Plans. Sie können es nicht verhindern, Fischer. Es ist zu spät. Und der Nummer zu groß für Sie. Die Leute, für die ich arbeite, da kommt noch mehr. Megiddo. Wer ist das? Los, fester Fischer. Ach, was tun wir uns jetzt? Idiot. So ein Idiot. Sagen Sie. Megiddo, wer ist das? Es sind diejenigen, denen diese Stadt gehört. Genau wie Moskau, Peking und alle anderen Orte von Bedeutung. Es sind diejenigen, die mich hier rausholen werden. Und sobald Reed seine Arbeit abweist... Jetzt ist es an Reed. Verdammt! Sam, was ist passiert? Galliott ist tot. Sein Mörder haut gerade ab. Er muss überleben. Vielleicht ist er ein Bindeglied zwischen Third Echelon und Megiddo. Ich sehe ihn. Er ist so auf der Bühne. Snacken wir uns den. Hey! Wir sind im VIP-Feld untergetaucht. Bewegung, Sam, er darf uns nicht entkommen. Wie kommt man an ihm ran? Komm her, Fischer! Ich warte auf dich! Hier, Fischer! Ich bin hier! Der Kerl ist bewaffnet! Komm her, Fischer! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Er ist über den Zaun. Hey, Sie da! Keine Bewegung! Waffe frei! Keine Bewegung! Alle Polizisten in Not. Sämtliche Einheiten in der Nähe des Lincoln Memorials werden gebeten, Hilfe. Gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Kein Polizist, die Mörder! Fischer, er ist... Er wartet auf dich. Polizei, kommt mit erhobenen Händen raus!
dich! Ich versohle dir den Arm! Er wartet schon wieder auf dich, Sam. Hier, Fischer! Ich bin hier! Ich warte auf dich, Fischer! Na komm! Komm her, Fischer! Ich warte auf dich! What the fuck? Ach Quatsch, ich sag mal, den ist fertig. Er ist runtergesprungen. Lauf weiter, geradeaus. Das große Feld vor dir. Er ist da reingelaufen. Sofort! Fertig machen. Ich habe gar keine Waffen. Das finde ich nicht gut. Und hier komme ich nicht lang. Die Bullen verfolgen ihn bereits. Ich gehe da nicht raus. Welchen Teil von dir hat eine Kanone und legt Leute um, hast du nicht verstanden? Verdammt, er ist draußen und wieder in Bewegung, Sam. Mann, wie sollen wir den erkriegen? Oh, ich bin richtig schlecht in diesem Game, ey. Abschnitt zurück. Irgendeine Ahnung, wieso? Ich höre mal in Ihren Funkverkehr rein. Wo ist der Typ hin? Alle raus! Sofort! Er verlässt
Nein, werden wir nicht. Wow, what? Geht es dir gut? Theoretisch ja. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Third Echelon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir. Geil. Was ist mit den Bullen? Die wurden gerade eben vom Third Echelon abgezogen. So viel zu den Samthandschuhen. Wie komme ich hier raus? Der Secret Service-Mann, der dich reingebracht hat, wird dich abholen. Bis er eintrifft, bist du auf dich allein gestellt. Und wo muss ich hin? Was zum... Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hey, Fischer! Jetzt bekommst du es mit Profis zu tun! Hörst du? Ach Gott, ihr glaubt doch nicht selber, dass ihr Profis seid, oder? So, einen Moment. Keine Spur von Fischer. Beeilung. Colonel Reed kann die Bullen... So. Sam, dir nähert sich gerade eine zweite Angriffswelle. Ich würde sagen, wir gehen hier oben rein. Dann werden wir mal schauen, was die mit uns machen hier. Behaltet die erste Etage im Auge. Fischer versteckt sich hier irgendwo. Durchsucht den Abschnitt. Findet und erledigt den Penner. Keine Spur von Zielperson. Seid vorsichtig. Für den gibt's hier mehr als nur ein Versteck. Ja, ach nee. Er muss hier in der Nähe sein. Wir können mal das ausprobieren hier. Scheiße! Suche weiter! Keine Spur von dich in den Arsch! Möglicher Kontakt! Stopp. Kontakt! Erdgeschoss! Komm hier! Gehen jetzt rein! Keine Spur vom Ziel! Ach, sind sie dumm, ey! Was ist das hier bloß für dumme Leute, ey? Kein Sichtkontakt zum Ziel. Oh Gott, jetzt sind sie hier oben drauf. Na, ihr Penner! Bis jetzt kein Kontakt! Ich suche weiter! Willst du hier nicht warten? Schade. Keine Spur von ihm, er geht auf Nummer sicher. Da sind schon wieder welche hinter dir her. Fischer ist nirgends zu sehen, Mist! Der kann doch nicht verschwunden sein! Natürlich kann ich das, du Penner! Vorsicht, früher oder später taucht er auf! Verdammter Mist! Bereich scheint sauber zu sein. Bleib wachsam, vielleicht kommt er zurück. Noch der Typ sieht mich nicht. Zum Ziel. Hat ihn jemand gesehen? Das glaube ich nicht. Boah, Alter, sind so viel zu viele. Aber es geht in der nächsten Folge weiter. Bye, bye.